So, nächste Runde Let's Play Stempler, Teil 33 mittlerweile, und wir machen weiter mit der dunklen Bruderschaft. Kur und Hildegard meinen es gut, aber sie sind schlimmer als zwei Glucken. Ihr seid am Leben. Heißt das, dass die Großpredigerin nicht mehr unter uns weilt? Wir sind uns nicht sicher, mit welcher Art von Magie die Großpredigerin den Leichnam Sinbars belegt hatte. Aber wenn ihr und Kur nicht gewesen wärt, wäre ich nun auch tot. Ich stehe in eurer beider Schuld. Und ich werde dafür Sorge tragen, dass sich jeder an Simbas Tapferkeit erinnert. Er weigerte sich, unser Geheimnis preiszugeben, ganz gleich, was die Großpredigerin ihm antat. Doch ich stelle mir deshalb auch gewisse Fragen über die Kriegerin, die in der Lage war, ihn zu besiegen. Simba konnte mich mühelos im Kampf bezwingen und diese Kriegerin bezwang ihn. Unterschätzt ihr Können und ihre Fähigkeiten nicht, falls sie ihr noch einmal begegnet. Sie macht die Jäger zu Gejagten. Und das ist ein Spiel, auf das ich nicht die geringste Lust verspüre. Eine Gelegenheit, euren eigenen Rekord zu schlagen. Wie viele Priester der Predigerin habt ihr überhaupt ermordet? Im Ernst, Neuklinge. Bleibt wachsam da draußen. Die Wurzel unseres Ärgers reicht tief in den Boden. Die Lage wird noch schlimmer werden, mein Freund. Hört auf meine Worte. So, da bin ich wieder. Jetzt musste ich mal schnell mit der Gilde zwei Raids machen. Und wir machen hier weiter. Was mussten wir denn überhaupt machen? Na, wir gucken mal, ob es eine Quest hier gibt. Ansonsten Gilde Dunkle Bruderschaft. Müssen wir mit den Kontrakten weitermachen? Geht zu den Docks von Wulkelwacht. Ich sehe jetzt hier irgendwie keine weiteren. Ah, dort ist noch was. Hier gibt es noch was. Was gibt's hier? Seid ihr gekommen, um den Willen unserer Mutter der Nacht zu vernehmen? Jo. Ja, die Mutter der Nacht hat etwas geflüstert und die Zuhörerin hat gesprochen. Unser Schreckensvater verlangt Blut. Ehe wir beginnen, möchte ich euch die Gelegenheit bieten, unsere dunklen Gönner wirklich zu beeindrucken. Zwei Herausforderungen. Schließt diese Aufgaben ab und ihr erhaltet zusätzliche Belohnung. Denkt nur unbedingt daran, das Ziel zu töten. Solange es stirbt, wird unser Schreckensvater zufrieden sein. Na dann. Ihr müsst in die Kanalbehausung gehen. Ich hörte, für eine Kanalisation wäre es dort erstaunlich gemütlich. Voll kleiner Annehmlichkeiten, mit denen unsere Ziele Entspannung finden, sie sorglos machen. Ihr werdet dort als Eindringling erachtet werden. Falls ihr ein Kopfgeld vermeiden wollt, solltet ihr euch also besser nicht sehen lassen. Die Kanalisation ist ein wirres Nest aus Tunneln und Zisternen. Selbst der achtsamste Assassine kann hier überrumpelt werden. Doch wir sind viel mehr als Assassinen, nicht wahr? Schließt eure Aufgabe ab, ohne die Einwohner der Kanalbehausung in Alarmbereitschaft zu versetzen. Ich bin gespannt darauf, wie schnell ihr seid. Das ist die perfekte Gelegenheit, eure Schnelligkeit einem Test zu unterziehen. Ein Aufseher durchstreift regelmäßig diese Kanalisation. Meine Herausforderung ist einfach. Tötet euer Ziel und entkommt aus der Kanalisation, bevor der Aufseher eintrifft. Wenn Blut vergossen wird, dann soll es in Sitis Namen vergossen werden. Verwendet die Leidensklinge. Wenn ihr das tut, dann ehrt ihr den Schreckensvater und die Bruderschaft. Der Auftraggeber hat darum gebeten, dass wir eines der Lieblingsdinge des Ziels vernichten. Eine handgefertigte Wasserpfeife. Es ist ein Erbstück, wisst ihr? All diese Geschichte, all diese Erinnerungen, ausgelöscht in einem Atemzug.
Sithis wird erfreut sein, wenn man sie vernichtet. Herminius Andus, ein bekannter Reiter. Bald findet das Kurierwettrennen statt. Und die Buchhalter sind sicher, dass er gewinnen wird. Unser Auftraggeber würde Andus lieber aus dem Sattel gehoben sehen. Für immer. Tötet diesen Kaiserlichen. Na dann. Das dürfte ja sowas Ähnliches werden wie die Diebesgilden-Mission. Und da war ich ja perfekt. Gut. Wo muss ich hin? Ich bin mal gespannt. Jetzt gibt's also keine Zeitvorgabe. Dieser Aufseher kommt erst, wenn das Hauptziel getötet ist. Soweit ich das weiß. Dort ist einer. Dort ist auch einer. Na, klasse. Das Problem dürfte dann werden, hier rauszukommen. Ihr scheint Ärger zu mögen, sonst wärt ihr schon längst wieder weg. Wieso sieht er mich hinter der Kiste? Kann doch nie sein. Boah, jetzt kommt der auch noch. Jetzt haben wir zumindest mal genügend Alarme ausgelöst. So, die Pfeife haben wir zerstört. Ihr scheint Ärger zu mögen, sonst wärt ihr schon längst wieder weg. Ja. Gut. Das hat ja schon mal hervorragend geklappt. Hier ist er schon mal nie.
läuft einer rum, hier läuft einer rum. Habe ich jetzt noch mehr Kopfgeld gekriegt? Eine sehr törichte Entscheidung, wenn ihr mich... Jetzt habt ihr Ärger. Ruft die Wache. Ihr hättet gehen sollen, als ihr noch die Chance hattet. Nervt mich gerade wie ein bisschen. Ist mir jetzt egal. Die Wache ist auf dem Weg. Raus! So. Gold mag die Wurzel allen Übels sein, doch wir alle brauchen Wurzeln. Ich bin mal gespannt, wo der Typ hier ist. Ach, eigentlich ist mir das jetzt auch scheißegal. Hier ist auf alle Fälle auch nie. Hier komme ich nie durch. Da ist er. So. Jetzt müssen wir hier ganz schnell raus. Und zwar unten durch. So, wir müssen oben lang.
Die Wachen sollten jeden Augenblick hier sein, Einbrecher! Na gut, genug Alarm ausgelöst, das haben wir schon mal nicht geschafft. Aber wir haben die Pfeife zerstört und wir haben den Typen mit der Leidensklinge gekillt und sind vor dem Aufseher hier rausgekommen. Und haben 1000 Kopfgeld. Juhu! Was weniger schön ist. Was schreibt ihr da? Trödelt nicht. Es gibt eine Kehle, die auf den scharfen Kuss eurer Klinge wartet. Habt ihr euer Opfer ausgeschaltet, Initiant? Gut gemacht. Was ist mit den Herausforderungen, vor die ich euch für diese Aufgabe gestellt habe? Eine Seele wurde in die Leere entsandt. Schade, dass ihr nur eine meiner beiden Herausforderungen meistern konntet. Aber es bringt ja nichts, lange über eure Fehlschläge zu sinnieren. Hier ist eure Belohnung. Kehrt morgen zurück. Es wartet immer noch mehr Arbeit. Gut. Die Litanei hat begonnen. Naja, ui, Quest. Die Zuhörerin sagte, dass ihr zu mir kommen würdet. Die Zuhörerin schickte mich, um die Litanei des Blutes zu überbringen. Ich habe sie vor den Schrein der Mutter der Nacht gelegt. Sie meinte, sie wäre für den Mörder, der den Tod gekostet hat. Auch wenn sich das auf jeden in der Freistadt beziehen könnte, denke ich, dass sie das Buch für euch vorgesehen hat. Eine Prüfung vielleicht. Ganz sicher eine Botschaft. Eure Brüder und Schwestern haben hineingeschaut und nur leere Seiten gesehen. Sie empfanden es als angenehm und beruhigend, aber es war völlig leer. Vielleicht sehen eure Augen ja mehr. Geht und schaut in die Litanei des Bluts. Falls ihr nicht seht, dann seid ihr nicht der, für den ich euch gehalten habe. Die Zuhörerin hat mich geschickt, um die Litanei des Bluts zu überbringen. Das ist alles, was ihr wissen müsst, und mehr, als ich sagen wollte. Die Zuhörerin und die vier Sprecher bilden zusammen die Schwarze Hand, die oberste Entscheidungsinstanz der dunklen Bruderschaft. Man könnte sogar sagen, dass sie diesem Rat vorsteht. Die Zuhörerin vernimmt die Worte der Mutter der Nacht und flüstert sie an die Sprecher weiter. So leer wie der Blick aus den Augen eines toten Mannes. Aber macht ruhig und seht es euch selbst an. Ich bin neugierig herauszufinden, ob die Zuhörerin mit euch recht hatte. Ob ihr sehen könnt, was da wirklich ist. Na gut. Die hatte ich doch eigentlich... das Buch schon. Okay. Sagt mir, Assassine, was habt ihr gesehen? Dann hatte die Zuhörerin also recht. Sagt mir, was habt ihr gesehen? Was für ein Segen euch zuteil wurde. Die Mutter der Nacht hat euch auserkoren, die Litanei des Bluts in Erfüllung gehen zu lassen. Lasst mich euch etwas fragen. Ergaben die Abschnitte darin irgendeinen Sinn für euch? Na klar. Natürlich. Die Ziele müssen auf irgendeine Weise markiert sein. Leichter, als ich es uns gemacht hätte, aber wer bin schon ich, die Zuhörerin in Frage zu stellen? Für mich ist klar, dass ihr die Litanei des Bluts entschlüsseln und die auf ihren Seiten festgehaltenen Ziele töten müsst. Was sonst sollte ein Buch enthalten, was von der Zuhörerin stammt?
ermittelt die Ziele darin und meuchelt sie. Abgesehen davon sollten weder ihr noch ich den Willen Sites in Frage stellen. Eure Aufgabe wird nicht leicht sein, aber die Zuhörerin vertraut darauf, dass ihr Erfolg haben werdet. Man hat euch eine heilige Pflicht aufgetragen. Führt sie gut durch und bringt der Mutter der Nacht und eurer Freistadt Ehre, Assassine. Eure Brüder und Schwestern würden dafür töten, für eine solche Aufgabe auserkoren zu werden. Es gibt keine falschen Personen. Der Schreckensvater heißt jede Seele willkommen, die ihr ihm schickt, mit Ausnahme eurer Brüder und Schwestern. Befolgt die 5 Gebote und fürchtet nicht, den Zorn von Sites heraufzubeschwören. Die Zuhörerin verlangte nach jemand Besonderem für diese Aufgabe. Aber die Schwarze Hand war sich nicht schlüssig, wem sie sie zuweisen sollte. Die Mutter der Nacht hat jedoch immer eine Antwort. Ihr könnt die Litanei lesen. Ich bin mir sicher, dass es in ihren Worten Hinweise gibt. Hattet ihr eine Begegnung mit dem Tod? Das würde passen. Und es würde eure besondere Sicht erklären. Der Grund, aus dem ihr die Litanei lesen könnt. Der letzte Teil ist leichter zu deuten. Bringt rituelle Opfergaben mit eurer heiligen Klinge dar. Die Assassinenklinge, die euch anlässlich eurer Initiation zur Verfügung gestellt wurde. Die Leidensklinge. Sie ist ein Symbol und ein heiliges Werkzeug, eine Manifestation des Willens von Sites. Ich bin sicher, die Klinge wird bei der Vollendung der Litanei eine wichtige Rolle spielen. Okay. Spannend. So, was haben wir noch? Nee, ich muss erstmal. Ich muss erstmal Taschen lernen. So, kurze Pause gemacht. Verkaufen wir mal das ganze Zeug. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Zack. So. Nein, ich möchte nicht bezahlen. Sehr schön. Ich würde mich lieber mit dies. Was haben wir noch so? Die Schuhe müssen in die Bank, aber da wird kein Platz sein. Ja. Ich habe mal in einer Richtung. Haben wir irgendwas, was wir verkaufen können?
Nein, hier wirklich. Haufen Rezepte. Na gut, die Seelensteine könnte ich nehmen. So, und da wollten wir reintun. Sitis Schuhe. So. Jetzt gucken wir mal. Aber eigentlich müsste ich doch eine Quest haben, oder? Litanei des Blutes benutzen. Wehe ihnen, Mutter der Nacht, jene vom Blute des Anu. Von jenseits des Todeskerker bringe ich jenen, die meinen unverwandten Blick empfangen, die kalten Klinge Liebkosung dar. An ihren Augen wird man sie erkennen. Dir zum Opfer Schreckensvater jene vom Blute des Anu. Aus Himmelswacht bringe ich dir jene dar, deren Blick und Gewand den Himmel birgt, während sie von Tanz zu Tanz schwebt. An ihrem Auge wird man sie erkennen. Himmelswacht. Den Himmel birgt. Interessant. Okay. Gab's aber nie noch einen Kontrakt? Schauen wir mal, ob ich da hinkomme mit meinem Kopfgeld. So, da wären wir. Jetzt müssen wir bloß noch ohne Wache zum Hafen kommen. Ist das zu glauben? Ihr da, Drachen, wie würde es in euch eurer gefallen, eigenen Heimat? Was werdet ihr nur tun? Dieser weiß es nicht, aber er hofft, dass seine Familie in Stromfeste sicher ist. So viele Besucher und so wenig Zeit. Wache? Wache? Haltet sofort heim! Turm, Ross und Diebin. Lass uns sehen. Das ist also das Verbrechen, das ihr keine dumme Bewegung sehen. Ja, ja. Ist ja gut, dass wir am Hafen sind. Da gibt es zumindest genug Wasser. Wir suchen jemanden, der eine schwarze Hand überm Kopf hat. Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Genau nach euch suche ich.
Du schon wieder. Ist ja jetzt nicht so, dass du nie nervig wärst, hä? Vielleicht auf dem Schiff? Da ist er ja. Da haben wir ihn ja. Erledigt. Dann haben wir wenigstens den Kontrakt noch gemacht. Und dann befassen wir uns mit der Litanei des Blutes nachher. Beim nächsten Mal. Bin ich mal gespannt. So. Falls ihr noch Einzelheiten zu eurem Auftrag wollt, Initiant, ihr kriegt nicht mehr, als hier geschrieben steht. Ich mag die Strände um Vulkelwacht. Jede Menge Schlammkrabben. Da kann man ganz leicht eine Leiche loswerden. Und wenn man sie dünstet und aufknackt, schmecken sie auch noch lecker. Aber nicht, wenn sie vorher gerade eine Leiche verspeist haben. Das ist einfach unhygienisch. Hier ist eure Bezahlung. Na dann. Wie weit sind wir? So drei so eine Kontrakte müssten wir noch machen. Ermordet Einwohner von Waldheim. Naja. Das können wir ja noch machen. Wird's halt wieder ein bisschen länger. JM. Ist zwar doof, wenn man Kopfgeld hat, aber... Das schaffen wir schon irgendwie. Thank you.
Die Waldelfen. Nö, haben wir schon. Das war da hier, wo kaum was los war, ne? Schwierig. Nummer 1. Oh, Massenmörder. Da ist eine Wache. Wache ist doof. Genau, du gehst am besten wieder weg. Wo waren hier dieses erste Haus, wo keiner war? Ein Haufen Geizkragen hier. Genau, da vorne war das. Gucken, ob die auch zählen. Aber wahrscheinlich nie, bin ja aus dem grünen Kreis raus. Nichtsnutzige Herumtreiber! Zwingt mich nicht, euch nein, den Hintern nein, zu versohlen! Nein, ihr dürft hier nicht rein! Oh! Zählt noch! Den Kontrakt auch abgeschlossen. Obwohl, brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir können ja hier hinlaufen. Wir sind ja nicht so weit weg.
Was kann ich für euch tun, Assassine? Waldelfen. Okay. Zähne. Cool. Da haben wir ja schon die drei. Und die nächste Hauptquest. Initiant, Hilde ist von ihrer Reise zur Kapelle nicht zurückgekehrt und ich mache mir langsam Sorgen. Trefft mich in der Kantine. Ich könnte wirklich eure Hilfe brauchen. Na dann. Aber das machen wir dann das nächste Mal, würde ich sagen. So, wie immer, wenn euch die Videos gefallen, dann abonniert doch bitte meinen Kanal, teilt, liked die Videos, kommentiert schön, stellt Fragen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Male. Ciao, ciao.